Das ist die Demonstration des Abrollerelementes in der Animation, also die Animation einer Nockenwelle. Beispiel, was wir mal haben hier, ist Ausgangspunkt ist ein Sketch einer geschlossenen Kurve. Das ist also die Kurve dieser Nockenwelle. Und dann haben wir daraus erzeugt ein Abrollerobjekt und das erzeugt uns mehrere Hilfsobjekte. Das eine ist eine Kopie der Kurve, die dann gedreht wird um die Drehachse. Das ist hier der Koordinatenursprung. Dann haben wir hier drauf eine Offset-Kurve. Wenn auf so einer Nockenwelle was abrollt, dann braucht es ja immer einen Abstand, der hier gegeben ist. Das ist die kleinere grüne Linie und hier drin sind nochmal zwei Kreise, die einfach veranschaulichen sollen, wie hier das Rad auf der Nockenwelle läuft. Dieses ganze Objekt, dieser Abroller, der ist gekoppelt mit dem Manager für die Animation. Da ist jetzt einfach hier die Formel drin, dass hier der Manager-Step übernommen wird und ich habe den Manager hier mal auf. Und dann kann man einfach mal sehen, wenn ich hier drehe, bewege, dann dreht sich also diese grüne Scheibe und der Kreis, der geht hier auf der X-Achse hin und her. Ich lasse das mal komplett laufen. So sieht das aus. Jetzt können wir mal an diese Scheibe mit einem Bläser nochmal ein weiteres Objekt anhängen. Das funktioniert so. Beim Bläser steht in Source Circle, das ist dieser grüne Kreis. Das Target ist der Cube, das ist dieses Objekt hier. Und die Formel, die drin steht, gehen wir da drauf. Die Formel sieht so aus. Die X-Koordinate ist die X-Koordinate vom Circle, also SX plus 10, der wird also dann 10 mm weiter nach rechts gehen. Die Y-Koordinate ist 5, das heißt, er geht ein bisschen nach oben und die Z-Koordinate ist 30. So, das habe ich jetzt aktiv. Ich muss den hier noch einblenden, dann ist er aktiv. Und jetzt kann ich den Manager starten. Und jetzt sehen wir, dass der grüne Cube dem Kreis folgt, dass das jetzt immer so ein bisschen hinterher wackelt. Das liegt jetzt einfach daran, dass die Ansicht aktualisiert wird. Wenn man jetzt ein Rendering macht in eine Bilddatei rein, dann wird das Bild ja immer erst geschossen, wenn beide Objekte sich bewegt haben. Also man sieht hier mehr, als man später dann beim Rendering sieht. Und wir sehen jetzt hier schon mal die Bewegung und wir können noch mal reindrehen, wenn wir das uns von der Seite anschauen. Da sehen wir, das Ding hängt also jetzt etwas oberhalb und man könnte über die Formeln jetzt auch einstellen, dass sich das Ding halt der Cube senkrecht nach oben bewegt, dass ich dann einfach sage, nicht x ist sx plus 10, sondern y ist sx plus 10. Können wir da nochmal machen? Halte ich jetzt mal an. Ich habe jetzt eine zweite Garnitur, eine zweite Scheibe da. Das wäre also jetzt diese Kurve hier. Die sieht so aus. Auch hier gibt es jetzt wieder so ein Abrollelement dazu und es gibt einen zweiten Abroller und bei dem zweiten Abroller haben wir jetzt gesagt, wir nehmen jetzt zeitversetzt um 20 Frames, das damit wir hier einfach die beiden jetzt besser unabhängig voneinander beobachten kann. Es gibt einen zweiten Cube, der ist in einer anderen Höhe angeordnet. Ansonsten haben wir da ähnliche Effekte, sehen wir hier, diesmal SX plus 10, beim anderen hatten wir auch SX plus 10. Hier 5 minus 15, beim anderen 5. Das heißt, der eine ist ein bisschen weiter nach oben, der andere ist ein bisschen weiter nach unten gesetzt. Damit kann man das beides gut beobachten. Und die Source ist diesmal das Circle 2. Das ist also dieser Circle hier. Und das Target ist Cube 2. Das ist dieser Cube. So, aktiviere ich den Bläser jetzt auch noch. Und wenn ich jetzt den Manager starte, dann laufen beide Objekte über die jeweiligen Kurven der Nockenwelle drüber. So, schauen wir uns das in der Vorderansicht an, dann sehen wir also auch, wie die jetzt so nacheinander und räumlich versetzt sich bewegen. Und wenn wir das in der Seitenansicht sehen, dann merkt man, die gehen ja immer nur in die X-Richtung hin und her und da passiert jetzt nichts. Halten wir das mal an.
Und ändern das mal noch und suchen diesmal wollen wir also nicht die x-Koordinate, die lassen wir jetzt einfach mal stehen. Und suchen y ist, die z ist die Koordinate plus so. Und jetzt läuft diese Bewegung einfach im Raum in die andere Dimension. Das heißt, die eigentliche Steuerung kann im Versteckten in der XY-Ebene verlaufen. Da jetzt noch Flexibilität rein zu programmieren, das ist einfach Aufwand. Braucht man nicht und man kann über diesen Blazer das dann einfach umlenken in die andere Dimension. Und dann haben wir das auch. Stopp. So. Wie erzeugt man jetzt ein solches Animationsobjekt? Dazu lösche ich einfach mal jetzt alle Abrolle hier weg. So, das lösche ich auch weg. So, ich muss jetzt nochmal neu starten, ist mal abgestürzt. Also, ich habe das bereinigt, ich habe jetzt hier den Sketch und dann nehme ich jetzt hier einfach das Abrollerobjekt her und erzeuge mir einen Abroller. Dann erscheint jetzt hier der Abroller, es erscheinen die Hilfsobjekte, ich kann die anderen Objekte hier mal ausblenden, auch den Sketch kann ich ausblenden. Und wenn ich beim Abrolle jetzt hier bei der Animation hier den Wert ändere, dann sehe ich, wie jetzt diese Hilfskreisscheibe auf der Kurve läuft. Und der Mittelpunkt der Kreisscheibe ist also immer auf diese Offset-Kurve drauf. Und wie man das in einer Animation dann mit einem Manager machen kann, hatte ich ja gerade gezeigt. Hier ist das Intervall zu Ende. Da bleibt das ganze Ding dann einfach stehen.